Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super süßen Schalanleitung aus einem dieser Lollipop-Knolle hier von Gründel. Ich habe daraus einen süßen Schal gehäkelt, allerdings nicht aus der pinken rosa Farbvariante, die ich hier habe, sondern ich habe hier für diesen Schal die violette Variante verwendet, hier dann mit blau, rosa, weiß abgesetzt, auch mit diesem Grau in dem super schönen Muster aus Stäbchen und wie ich das Ganze genau gemacht habe, welche Nadel ich verwende habe und alles weitere seht ihr natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, los geht's mit diesem super süßen Knäuel hier von Gründel Lollipop Wolle. Farbverlaufswolle hier eben in diesem großen Knäuel, wo man sehr, sehr schön reingucken kann. Es ist violett dabei, es ist grau dabei. Dann haben wir hier so einen Abschnitt, der mich ein bisschen an so Babywolle von der Marke erinnert, die ich auch schon mal verarbeitet habe. In diesem Blauton abgesetzt mit Pink und Weiß und dann nochmal die Wiederholung darin. Habt ihr vielleicht auch schon in einem meiner letzten Haul-Videos gesehen. Da hatte ich die schon mal vorgestellt mit zwei weiteren Farbvarianten. Dieses hier die Farbe 18 tatsächlich. Und wir haben die hier für 5er bis 6er Nadeln, 100% Acryl, 150 Gramm auf 240 Meter. Ich will das Ganze auf jeden Fall von innen häkeln, deswegen gucke ich einmal, dass ich mir hier möglichst das Zentrum raushole. Und eine süße Überraschung, hier haben wir tatsächlich den Start nochmal in der anderen Farbvariante. Und hier tatsächlich auch den Startfaden. Also hier in Blau, Weiß und Rosa fängt das Ganze an. Ich häkel jetzt wie gesagt mit der 6er Nadel. Und los geht's als erstes einmal mit einer geraden Anzahl an Luftmaschen. Und zwar schlage ich 12 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Luftmaschen und dann nehme ich nochmal 3 zusätzliche Luftmaschen für die Höhe. 1, 2, 3. Ich häkel nämlich gleich in Stäbchen zurück und ich lasse ein weiteres Stäbchen aus als kleinen Abstand und gehe in die 5. Masche von der Nadel zurück. Und fange dort mit dem Häkeln an, häkel ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen. Dann nehme ich eine Luftmasche und häkel immer noch in der gleichen Masche weiter. Und zwar nochmal 2 weitere Stäbchen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass ich gleich beziehungsweise als allernächstes direkt auch Luftmaschen auslasse. Und zwar 3 Stück. Meine Wolle ein bisschen enttüddeln. Dann 3 Luftmaschen auslassen, in die nächste Masche dann rein, also in die 4. Und das Ganze wieder häkeln. Stäbchen, Stäbchen, Luftmasche und noch 2 weitere Stäbchen. Alles in eine Luftmasche. Ein bisschen Wolle nachnehmen. Dann wieder 3 Maschen auslassen, in die 4. einstechen und das Ganze wieder häkeln. Stäbchen, Stäbchen, Luftmasche und noch 2 weitere Stäbchen. Also ich habe immer diese 4er Päckchen mit einer Luftmasche zentral in der Mitte. Und dann habe ich das dritte hier auch fertig. Ich habe noch 2 Luftmaschen übrig, genauso sollte es auch sein. Und ich lasse eine davon aus und in die allerletzte Luftmasche häkle ich ein Stäbchen hinein. Ich habe das jetzt genau parallel bzw. einmal gespiegelt wie vom Start. Ich habe hier 4 Luftmaschen, eine 4er Luftmaschenkette und ich habe hier eine Luftmasche ausgelassen und dann ein Stäbchen gehäkelt. Also ich habe hier die gleiche Höhe. Dann nehme ich 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, drehe das Ganze einmal um und häkel jetzt einfach hier um die zentrale Luftmasche herum. Dort hinein kommt ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen und natürlich gleich auch ein drittes und ein viertes Stäbchen, aber vorher natürlich die Luftmasche.
Und dann häkle ich dieses Viererpäckchen hier fertig. Ich habe jetzt in diesem Schal das Ganze dreimal, 1, 2, 3 von diesen Päckchen. Also 3 Viererpäckchen, da komme ich dann auch wieder auf die 12 Luftmaschen, die ich tatsächlich am Anfang ja genommen habe. Hier habe ich jetzt tatsächlich den ersten Farbwechsel. Wolle ist durchgefärbt, also kein Knötchen oder sowas. Und weiter geht es, dann in Violett. Da natürlich auch die Luftmasche nehmen. Und dann komme ich hier ans Ende der Reihe. Und um die Luftmaschenkette vom Anfang, um die Vierer herum, steche ich jetzt einmal und häkel dort auch nochmal ein Stäbchen hinein. Also ich habe 3 Luftmaschen am Anfang genommen und hier am Ende dann ein Stäbchen. Und weiter geht's dann mit der nächsten Reihe. Dafür wieder 3 Luftmaschen für die Höhe. Einmal drehen und wieder um die zentrale Luftmasche herum häkeln. Und so fange ich jetzt jede Reihe an mit 3 Luftmaschen, dann die Viererpäckchen häkeln mit der zentralen Luftmasche um die Luftmaschen der Vorreihe herum. So. Und das Ganze beende ich dann mit einem einzelnen Stäbchen um die Luftmaschenkette der Vorreihe herum. So, hier einmal herum. Und dann bin ich auch mit dieser dritten Reihe fertig. Ich häkel das jetzt noch mal ein bisschen weiter und zeige euch dann noch mal ein Update. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Ihr seht, die einzelnen Päckchen fassen hier immer sehr, sehr schön ineinander. Man bekommt eben ein sehr ebenmäßiges, hübsches Muster. Und im Moment bin ich hier immer noch bei der violetten Farbe. Da ist auch noch ein bisschen was von drauf auf dem Knäuel. Also die Farbabschnitte werden dann deutlich größer als eben dieser kleine Anfang wirklich mit der gemischten Farbe hier. Hätte man tatsächlich, glaube ich, auch einfach wegschneiden können. Vielleicht war das auch nur so ein kleiner Übergang von dem anderen Knäuel, was dann produziert wurde. Aber ich habe es jetzt so gemacht und ja, ich häkel jetzt natürlich noch mal ein bisschen weiter und wir sehen uns dann gleich am Ende des Schals wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt tatsächlich den Schal auf eine Höhe bzw. auf eine Länge von über 1,80 Meter gehäkelt. Ihr seht hier die verschiedenen Farbabschnitte. Wir haben hier das Grau, wir haben hier dann einen sehr langen bunten Abschnitt. Dann kam nochmal das Violett und ich habe hier nochmal einen grauen Abschnitt gehäkelt, wo ich jetzt fast am Ende bin. Ich mache hier jetzt tatsächlich noch ein letztes Stäbchen. Und dann beende ich den Schal tatsächlich. Der ist mir einfach lang genug. Ich hätte noch einen bunten Abschnitt und ein bisschen Violett übrig. Ich habe hier den nächsten Farbwechsel tatsächlich. Da wird das Grau nicht mehr für eine gesamte weitere Reihe reichen. Aber es ist noch eine schöne Länge, um den Faden natürlich einmal zu vernähen. Deswegen kürze ich das hier schon mal. Den Rest der Wolle kann man bestimmt noch schön für einen Bommel oder so benutzen. Deswegen lege ich den auf jeden Fall einmal zur Seite. Werde ich wahrscheinlich gleich nochmal neu aufwickeln. Das Knäuel ist dann natürlich von innen nach außen so ein bisschen auseinandergefallen. Und ja, hier einmal anziehen, einmal festziehen. Wie gesagt, das Ende wird vernäht. Und ich habe hier eben den Start, der natürlich auch. Und einen super schönen Schal, richtig süße Farben. Und das Ganze eben ohne tatsächliche Knäuelwechsel drin oder so, mit diesem großen Knäuel in den vielen sehr schön aufeinander abgestimmten Farben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.